Moin allerseits, ich bin Sven und ich verbringe euch ein bisschen den Tag draußen und drehe so ein paar Videos mit euch. Deswegen wundert euch nicht, dass ihr so ein paar Videos von dieser Stelle hier bekommt. Ich habe auch immer noch meinen Kaffee, aber das bietet sich hier gerade an. Und da ich sowieso den Tag und wahrscheinlich auch die Nacht draußen verbringen werde, wollte ich das eine oder andere abdrehen, wo ich einfach auch so ein bisschen was erzählen möchte. Heute geht es um die einfache Frage, EDC, was ist das eigentlich? Ich habe die Reihe ja schon angekündigt und auch, wie ich sie in etwa aufziehen werde. Das heißt, ihr werdet in diesem Video jetzt nicht unbedingt Ausrüstung sehen, also nicht nur nicht unbedingt, sondern ihr werdet gar keine Ausrüstung sehen. Ihr seht nur mich und meinen Kaffee. Und es wird auch gar kein langes Video werden, sondern es geht nur darum, was ist das EDC, wofür kann man das verwenden, wo kommt es gegebenenfalls her und wie ist meine persönliche Meinung dazu. In einem weiteren Video werde ich euch mein EDC zeigen und was ich so als mein EDC betrachte. Aber das kommt, wie gesagt, in einem extra Video. Das heißt, die, die sich nicht unbedingt für Ausrüstung interessieren, die können das hier gucken, die einfach nur wissen wollen, was ist das eigentlich. Und die, die sich für die Ausrüstung interessieren, die können das Video im Prinzip skippen und die können sich das Ausrüstungsvideo angucken. Auch wenn der ein oder andere denkt, oh, EDC, das kennt doch jeder, das ist ja allgemein Wissen und so weiter und so fort. Nö, ist es nicht. Und ganz viele können damit nichts anfangen und genau deswegen möchte ich auch ein Video dazu machen. Und ich finde es auch vollkommen okay, dass ganz viele damit nichts anfangen können. Muss man auch nicht, denn es ist ja keine Allgemeinbildung, definitiv nicht. Es ist einfach schon eine spezielle Richtung. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, beim EDC, da musste das Kind einfach nur einen Namen bekommen. EDC, was heißt das? Das ist, kommt aus dem Amerikanischen, also beziehungsweise aus dem Englischen und heißt Everyday Carry. Sprich, der Kram, den ich jeden Tag mit mir herumschleppe. So, und warum sage ich, das Kind musste einen Namen bekommen? Ja, ganz ehrlich, das sind ja im Prinzip die Sachen, die man, jede Frau mit Handtasche, so auch wenn man die ganzen letzten Jahre zurückgeht, noch lange bevor es EDC hieß oder als EDC im deutschsprachigen Raum bekannt war, jede Frau mit Handtasche hat im Prinzip ein EDC mit sich herumgeschleppt. So, von mir ist auch jeder Mann mit Handtasche, gibt es ja alles heutzutage. Beim EDC geht es darum, dass es Dinge sind, die man immer mit sich herumschleppt, die einem im Alltag, aber auch in einer gewissen Notsituation oder in gewissen Umständen einfach hilfreich sind und einem das Leben leichter machen, um es mal ganz einfach zu sagen. Natürlich gibt es auch welche, die ihr EDC auf eine Zombie-Apokalypse vorbereiten. Sollen sie alle machen. Meinen persönlichen Standpunkt dazu habe ich schon in diesem extra Intro-Video gesagt. Das werde ich jetzt auch hier rauslassen. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne rein. Ich selber finde ein EDC absolut sinnvoll und möchte an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, wenn ihr an irgendjemanden geratet, der euch sagt, euer EDC ist schlecht oder in eurem EDC muss das und das immer drin sein oder es ist dumm, dass ihr das oder es ist falsch, dass ihr das und das in eurem EDC drin habt oder das EDC muss immer so und so aussehen, so, dann wisst ihr, ihr habt es mit dem Spinner zu tun. So, das ist ein ganz super Spinnerradar, denn ein EDC ist so ziemlich das Individuellste, was es gibt, zumindest in Sachen Ausrüstung natürlich. Jeder von uns hat durchaus andere Lebensumstände und so wird zum Beispiel ein junger Vater ganz andere Dinge brauchen als zum Beispiel eine ältere Frau oder was auch immer. Also ein EDC ist halt wirklich absolut individuell unterschiedlich und keiner kann euch da sagen, was richtig ist oder was falsch ist oder was ihr braucht oder was ihr nicht braucht. So, dass das, also wenn ihr da irgendwelche Videos seht, wo ihr irgendjemanden sagen hört, das muss so und so sein oder alles andere wäre falsch, Spinnerradar, kann direkt angehen, dann wisst ihr, okay, da braucht ihr gar nicht weiter zuhören, weil, ja, ne? Was ich persönlich sehr gerne mache, ich gucke mir wahnsinnig gerne, wenn ich mal die Zeit dafür über habe, auch das EDC anderer Leute an. Die sind meistens nichts für mich, so sagen wir mal so, oder sind Sachen, die ich selber schon habe, aber es ist halt immer mal so, dass ich auf die ein oder andere Idee komme und sage, oh ja, das ist so und so nochmal praktischer, so kann ich vielleicht Gewicht sparen oder so kann ich das vielleicht nochmal ergänzen und so weiter und so fort oder oh, daran habe ich gar nicht gedacht, wie auch immer. So, deswegen gucke ich mir sehr, sehr gerne durchaus solche Videos an. Ich stelle ja mein EDC, stelle ich relativ regelmäßig vor, so alle ein, zwei Jahre so etwa. Und da kriege ich dann auch immer so Nachrichten, so von wegen, oh, das kann man gar nicht tragen, das ist viel zu schwer und so. Die Rede war von einem knapp 4 Kilo Rucksack. So, und das ist halt genau, da geht halt auch sofort der Spinneralarm los. Weil es mag natürlich sein, dass diese Person das nicht tragen kann und dass die mit 4 Kilo überfordert ist. Kann absolut sein, natürlich. Aber zu sagen, das EDC wäre falsch, weil, das ist Unsinn. Also deswegen, das will ich auch nochmal ganz deutlich unterstreichen, das ist absolut individuell und nur ihr wisst, was das Richtige ist und nur ihr entscheidet, was das Richtige ist. Ihr könnt euch natürlich, genau wie ich selber und wie es wahrscheinlich die meisten tun, bei anderen inspirieren lassen, aber es gibt da kein richtig oder falsch. Ich finde ein EDC tatsächlich für mich sehr, sehr sinnvoll und da kann ja auch jeder schauen,
für welche Zwecke? So EDC, das ist halt einfach wieder, deswegen meine ich so, dass das Kind braucht einen Namen. Und das klingt da halt auch gleich wieder so ein bisschen heroischer. EDC fängt bei mir aber schon bei einer Packung Taschentücher an. So, das ist der Kram, den ich, sorry für die Nebengeräusche, habe ich glaube ich in irgendeinem anderen Video schon gesagt, das sind die Freuden der Windkraft. Ich bin hier, drumherum sind Felder und da stehen überall Windkraftanlagen, dementsprechend habt ihr manchmal Nebengeräusche. So, also EDC fängt bei mir persönlich schon bei einer Packung Taschentücher an, kann bei Desinfektionsmitteln gerade in den letzten Jahren wichtiger geworden, aber schon ja, seit x Jahren bei mir zum Beispiel Bestandteil in der einen oder anderen Form. Das kann aber auch ein Feuerzeug sein, das kann ein Schweizer Messer sein, das kann was auch immer sein. Das kann eine Lesebrille sein, die ihr sonst vielleicht nie tragt. Das kann ein Schraubenzieher sein. Ich zum Beispiel habe, das werdet ihr bei meinem EDC sehen, einen sehr großen Anteil an Werkzeug bei mir mit drin. So, ich scheue mich nicht davor, wenn mein EDC irgendwie 3, 4, 5 Kilo wiegt. Wobei ich da noch eine Sache unterscheiden muss zwischen EDC, also wirklich dieses jeden Tag und only a fist deals in absolut. Jeden Tag ist natürlich schwierig. Also ich würde es bei mir sagen, ich habe bei mir ein EDC und ein NEDC, Nearly Everyday Carry. Halt einfach Sachen, die ich in 9 von 10 Fällen mitnehme, aber beim 10. Fall auch einfach mal zu Hause lasse. So, man muss mal die Kirche auch mal im Dorf lassen. Nicht bei jeder Gelegenheit passt das, den ganzen Grumpel mitzunehmen. Jetzt kann man natürlich sagen, das echte EDC ist nur das, was man in den Hosentaschen trägt. Kann man so machen, klar. Mache ich nicht. Sehe ich auch ein bisschen anders, weil ich finde, 9 von 10er Quote ist schon wirklich ganz gut. Aber die 10 von 10 muss man ja nicht unbedingt erreichen. Ne? Das werdet ihr dann aber auch in meinem Video mit der Ausrüstung sehen, dass ich halt einmal unterscheide in den Sachen, die ich wirklich am Körper trage und eben den Sachen, die ich in einer Tasche trage, die ich aber auch wirklich jeden Tag mit zur Arbeit nehme und auch, wenn ich Freunde besuchen gehe, nur halt bei manchen Gelegenheiten will ich nicht mit Tasche unterwegs sein. Und wo ich auch eine Ausnahme mache an Tagen wie jetzt, wenn ich im Wald unterwegs bin, dann habe ich nochmal ein extra EDC. Da müsste ich mir eigentlich einen neuen schönen Namen aussuchen, Wald-EDC, wie auch immer. Das ist halt einfach so eine kleine Tasche, die ich halt immer mitnehme, wenn ich in den Wald gehe. Da sind einfach andere Dinge drin, weil ich im Alltag andere Hilfsmittel brauche oder gegebenenfalls brauche, als es bei mir im Wald der Fall ist. Deswegen unterscheide ich da nochmal zwischen diesen beiden unterschiedlichen, weil mein, ich sag mal, städtisches EDC mir im Wald ja fast gar nichts bringt und mein Wald-EDC mir in der Stadt nichts bringt. Deswegen, wie gesagt, habe ich da durchaus zwei. Mir ist für den Alltag so ein Gewicht von 3, 4, 5 Kilo, da war ich, glaube ich, eben stehen geblieben, relativ egal. Das kümmert mich nicht, das nehme ich auch nicht wirklich wahr. Das kann bei jedem unterschiedlich sein. Ich habe halt ungern meine Hosen oder meine Taschen und so weiter zu voll mit Krams. Deswegen habe ich das ausgelagert und finde es für mich und meine Verwendung einfach praktischer. Und ich habe da durchaus was, so einiges drin, werdet ihr sehen, wo der ein oder andere sagt, boah, da hätte ich keine Lust, das rumzuschleppen. Das ist auch für jeden in Ordnung. Das ist halt wieder so dieser Punkt, jeder ist unterschiedlich, jeder hat andere Bedürfnisse oder andere Verwendung. Ich nehme das, was ich mit habe, gerne mit. Und genauso solltet ihr bei euren Sachen eben auch schauen, ist das was, wo ihr einfach Verwendung davon habt? Und das muss nicht jeden Tag sein. Das muss nicht sein, dass alles, was da drin ist, auch jeden Tag Verwendung findet. Sondern es ist sowas wie Erste Hilfe zum Beispiel. Erste Hilfe ist für mich auch ein absoluter Teil meines EDCs in der Tasche, die ich mit mir rumschleppe. Deswegen ist dieses EDC eben ein sehr schwammiger Begriff. Und man kann das natürlich in einen festeren Rahmen packen, indem man sagt, oh, alles, was für den Notfall ist. So, aber dann ist die Frage, was ist denn der Notfall? Ganz ehrlich, wenn mir die Rotze aus der Nase läuft und ich habe nichts, um das loszuwerden, dann ist das für mich ein Notfall. Dann bin ich froh, weil ich ein Taschentuch habe. So. Wenn die Apokalypse losgeht, ja, dann weiß ich nicht, wie gut mir mein EDC im Zweifel hilft. Dann hilft mir mein Pass, dann hilft mir Bargeld und dann helfen mir meine Unterlagen und noch so ein, zwei andere Werkzeuge. Aber ne, das ist halt alles irgendwo begrenzt, was man da tun kann. Deswegen muss man das für sich Passende finden, was für sich selber und seinen eigenen Alltag eben hinhaut. Aber EDC meint eben einfach das, was man jeden Tag oder fast jeden Tag angerumpelt mit sich herumschleppt, um auf gewisse Situationen verschiedenster Art vorbereitet zu sein. Das soll es jetzt aber das gewesen sein. Ich denke, damit ist EDC hinlänglich erklärt. Wenn euch interessiert, was ich mit mir herumschleppe, dann schaut gerne im nächsten Video. Da werde ich das alles nochmal ausführlich zeigen. Und in diesem Sinne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann einfach gerne in die Kommentare schreiben oder über meine Homepage, über das Kontaktformular mich anschreiben. Ihr bekommt auf jeden Fall eine Antwort. Und so oder so, bis zum nächsten Mal.